Wenn du wissen möchtest, wie man seine Sehschwäche effektiv behandelt, dann bist du hier auf diesem Kanal goldrichtig. Denn tatsächlich ist es so, dass die meisten nach wie vor denken, man braucht einfach eine Brille, um seine natürliche Sehkraft zu verbessern oder zumindest zu schützen. Dass das totaler Quatsch ist, verrate ich das dir in diesem Video und wie du es schaffen kannst, wirklich deine natürliche Sehkraft so zu verbessern, dass du bald schon keine Brille mehr brauchst. Ja, tatsächlich ist es ja so, jeder von uns hat ja schon mal diesen Spruch gehört, trag bloß deine Brille, weil sonst ja, wird sich deine Sehkraft weiter verschlechtern. Tatsächlich ist es aber so, dass je länger du deine Brille trägst, deine Augen immer fauler werden und du irgendwann an den Punkt kommst, dass du wiederum eine stärkere Brille brauchst mit neuen Gläsern, die dir wieder ein Heidengeld kostet, ja, und deswegen ist dieser Spruch tatsächlich völlig falsch. Tatsächlich war dieser Spruch aber mal ganz gut gemeint, denn früher, vor über 100 Jahren, haben Optiker genauso gearbeitet, denn du hattest eine Sehschwäche und die Brillengläser, die sie dir verschrieben haben, waren eben nicht mehr 100%, sondern eben nur 80%, dass du dich halt noch ein Stück weit anstrengen musst. Demzufolge wurde die Sehkraft immer besser, die Brillengläser wurden immer dünner und zum Schluss brauchtest du gar keine Brille mehr. Das Ganze hat sich jetzt natürlich komplett gewandelt, leider auch zum Vorteil natürlich der Optiker, die verdienen damit jetzt deutlich länger und mehr Geld. Für dich natürlich selber ist es ein bisschen blöd. Jetzt gibt es natürlich noch Alternativen, eine Kontaktlinse und Laseroperation, beides auch eher so eine Mixmischung, die nicht wirklich das Problem an der Ursache bekämpft, ja. Bei der Kontaktlinse haben wir das Problem, man sieht es vielleicht nicht, es drückt nicht auf der Nase, ja, aber trotzdem, deine Augen müssen ja auch atmen. Wenn du jetzt da auf dem Beipackzettel mal liest, dass du alle 3 bis 4 Stunden deine Kontaktlinsen wechseln solltest, ja, hat einfach einen Grund dafür, dass du deine Hornhaut auch atmen lassen musst. Ja, deine Augen müssen atmen, da muss Luft, Sauerstoff ran. Wenn du es nicht machst, kann es halt sein, dass die irgendwann mal milchig wird. Ja, und im schlimmsten Fall ist es dann auch so weit, dass du dann erblindest daran. Deswegen ist es enorm wichtig, dort nichts ins Auge zu stecken, was dort nicht hingehört. Kontaktlinsen demzufolge auch leider raus. Ja. Dann Augenlaser ist im Prinzip auch nur eine Notlösung. Du hast quasi wie bei einer Kontaktlinse auch quasi die Linse in deinen Augen reingebrannt, aber diesmal ja reingelasert. Heißt also, wenn du jetzt deine Gewohnheiten oder ja, deine Einflüsse von außen nicht änderst, wird sich daran leider auch nichts ändern, dass du dann irgendwann wieder eine Sehschwäche entwickelst. Ja, das kann wie Fett absaugen im Prinzip, du wirst kurz mal schlank sein, aber wenn du weiterhin Fastfood und so weiter isst, dich ungesund ernährst, dann wird es leider so sein, dass du wieder irgendwann an dem Punkt bist, dass du übergewichtig bist. Also macht es in dem Fall keinen Sinn, sich von außen eine Operation einzusetzen oder auch die Brille, die hilft ja letztendlich nicht, die macht unsere Augen nur faul. Also die einzige logische Konsequenz, wir sollten aktiv was für unsere Sehkraft tun, unsere Augengesundheit verbessern, das machen wir mit Übungen, das machen wir mit Ernährung, das machen wir mit Gewohnheiten. Der Überbegriff, den ich da ganz gerne nutze, ist halt Augentraining, denn wir achten beim Augentraining genau auf diese 3 Bausteine. Also sprich, wir schauen uns an, welche Gewohnheiten habe ich denn? Sitze ich zum Beispiel viel am PC? Sollte ich vielleicht auch 1, 2 Sachen wissen, wie ich dann meine Augen bewusster behandle? Ja, also quasi, wenn ich jetzt 4 Stunden am Stück arbeite, ist das nicht gut. Ich sollte öfter mal Pause machen. Was verstehe ich darunter? Zum Beispiel alle 20 Minuten mal für 20 Sekunden weggucken. Ja, das ist eine 20-20-Regel, lässt sich leicht merken. Aber auch Ernährung ist ein wichtiger Teil. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Vitamin-C-Mangel habe, weil ich zum Beispiel zu wenig Orangen esse, ja, kann es halt sein, dass unsere Augen, die auch im Großteil aus Vitamin C bestehen, wenn da ein Mangel ist, kannst du dir vorstellen, können wir halt nicht mehr 100% abrufen, nicht mehr 100%ig performen. Genauso auch Vitamin A, auch wiederum, wenn du viel am PC sitzt, unser Vitamin A wird gebraucht, um Lichtreize umzuwandeln. Unser Bildschirm ist ja quasi eine Lichtquelle, demzufolge wird da sehr viel Vitamin A umgewandelt, haben wir einen Vitamin A-Mangel, sprich, weil der so schnell verbraucht wurde, können wir ab einem gewissen Zeitpunkt immer schlechter sehen. Deswegen sollten wir unbedingt ein höheres Bewusstsein entwickeln für unsere Augen, um unsere Augengesundheit einfach zu schützen. Denn heutzutage ist unser jeder zweite Jugendliche bereits kurzsichtig, also die Quote schon über 50%. In Asien, in China ist es tatsächlich sogar noch schlimmer. Dort sind sogar 90-95% der Jugendlichen unter 18 Jahren tatsächlich kurzsichtig, ja. Damit es bei uns eben nicht so ist, sollten wir ein bisschen dagegen wirken. Aber natürlich auch im höheren Alter ist es extrem wichtig, seine Sehgewohnheiten zu überdenken, seine Augengesundheit auch ein bisschen zu verbessern, damit man eben im höheren Alter immer noch gut gucken kann und eben nicht so einen dicken Aschenbecher aufhat oder sich die Augen lasern muss, weil man Angst hat oder keine andere Alternative kennt. Ja? Und natürlich der wichtigste Baustein ist tatsächlich auch die Augenübungen. Ja? Also wenn ich jetzt weiß, was für ein Augenproblem ich habe und ich genau weiß, welche Übungen für mein Problem perfekt funktionieren, sollte ich diese Übungen auch unbedingt in dieser Reihenfolge machen. Es bringt jetzt zum Beispiel gar nichts, wenn ich jetzt eine Hornhautverkrümmung habe, Übungen gegen eine Kurzsichtigkeit zu machen. Das wird in gewissen Punkten vielleicht funktionieren, durch Glück vielleicht, aber das hat nicht wirklich Hand und Fuß. Deswegen sollte man genau am Anfang herausfinden,
was habe ich für ein Augenproblem, dann mache ich hier, suche ich mir die entsprechenden Übungen raus, prüfe auch regelmäßig, ob diese Fortschritte sich einstellen, dass ich genau weiß, okay, ich bin auf der richtigen Fährte, und natürlich steigt dann auch die höhere Motivation, ja, man zieht das länger durch, man macht das mit mehr Energie, und das ist natürlich wichtig, dass man diese drei Bausteine, Übungen, Sehgewohnheiten und Ernährung, immer ins Visier bringt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich das ins Bewusstsein holt, damit man entsprechend irgendwann mal wegkommt von der Brille, von der Kontaktlinse und auch gar nicht erst eine Laseroperation machen muss. Deswegen ist es aus meiner Sicht enorm wichtig, einfach mal darauf hinzuweisen, wenn du Bock hast, deine Sehkraft zu verbessern, wenn du willst, dass du deine Brille endlich loswirst oder einfach nur deine Augengesundheit verbessern möchtest, unterhalb des Videos habe ich dir unser Augentraining verlinkt. Dort kannst du bereits ab 0 € starten, also komplett kostenfrei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.